So, heute mache ich einen Film, den ich schon lange mal habe machen. Aber versteht mich nicht. Ich muss ein bisschen näher kommen, dann geht es besser. Ich kann ja auch noch ein bisschen gegen So, das ist ein Video, das ich schon lange habe machen wollte. Ich bin hier in einem Getreidefeld, es ist Mitte April. Ein kurzer Zusammenschnitt über die ökologische Getreideproduktion bei uns auf dem Betrieb. Und nachher der Hauptteil ist ein Besuch in der Mühle Zingelbank, wo der Christian Lugendiel uns seine Mühle gezeigt hat. Die Mühle, die unser Getreide gelagert und zum Teil verarbeitet wird. Ob das glaubt oder nicht, jetzt vorhin ist gerade ein Feldhase hinter mir durchgerannt. Leider konnte ich nicht filmen. Genau vom Feldhase wollte ich eigentlich erzählen. Wir haben hier im Dinkel extra weite Reihen gesagt, damit es eben für Feldhasen und Lerchen, also Bodenbrüter, mehr Platz gibt in den Getreidefeldern. Und ist jetzt wirklich genau vorhin, wenn ich hier war, ist ein Hase hinter mir durchgesackt. Im Biolandbau sind wir bestrebt, Biodiversität in der Kultur immer hochzuhalten. Das vereint Lebensmittelproduktion mit Artenvielfalt. Und gleichzeitig haben wir die Nützlinge genau dort, wo wir sie brauchen, in der Kultur. Das führt zu einem stabileren Ökosystem. Die Unkrautbekämpfung findet mit dem Striegel, wie wir es hier sehen, ausschließlich mechanisch statt. Das hier ist Dinkel in der Blüte. Dinkel ist eine alte Kulturpflanze, die zunehmend wieder eine Bedeutung gewinnt. Hier kurz vor der Ernte. Und das hier ist Weizen geerntet. Wir sehen, Weizen ist das Korn. Ohne Spelzen wird es geerntet. Im Gegensatz zu Dinkel, den wir hier sehen, wo mit dem Spelz geerntet wird. Das hier ist die Ernte von Weizen mit dem Mähdrescher. Das findet ungefähr Ende Juli statt, wenn der Restwassergehalt im Korn unter 15% ist. Das Getreide wird anschliessend an die Ernte durch uns in die Mühle auf Hingelbank transportiert. Für den Weg vom Getreide bis zur Zupfe zu verstehen, gehen wir jetzt in die Mühle schauen. Wir sind jetzt hier in der Mühle in die Hingelbank. Ist der Betrieb zeigen. Der Betrieb von der Familie Lugibühl ist ein Familienbetrieb, der sich auf die Verarbeitung von kleinen Pösten spezialisiert hat. Der Betrieb ist von Bioswiss zertifiziert. Wenn das Getreide in die Mühle reinkommt, haben wir hier das Labor von der Eingangskontrolle. Das wird auf Restfeuchtigkeit getestet. Und nachher wird die sogenannte Fallzahl bestimmt. Die gibt eine Aussage über die Kleberqualität. Ihr seht hier, wie eine Probe vorbereitet wird für die Analyse im Labor. Die wird fein gemalt, dann wird die elektrische Leitfähigkeit gemessen. Das gibt eine Auskunft über den Wassergehalt. Hier sehen wir das Schema von der Lagerung in den entsprechenden Silo, wo unser Getreide lagert. Und da hier quasi ein Blick in die Silo rein. Ein wichtiger Teil in dieser Mühle ist das Schälen oder das sogenannte Rollen vom Dinkel. Wie wir das gesehen haben, ist beim Dinkel sind eben die Spelzen noch am Korn dran. Wir sehen es gerade hier auf dem Bild auf der rechten Seite. Die Spelzen und dann die verschiedenen Verarbeitungsschritte. Das hier ist der erste Schritt. Das ist so eine Art Mühlestein, wo da das Korn vom Spelz trennt. Und hier wird nachher, nach dem ersten Schritt, wird mit Luft wird der Spreu weggeblasen. Hier ist eine weitere Stufe für die Entspelzung vom Dinkel. Und nachher das Ergebnis auf der rechten Seite. Bei den Körnern. Hier sind wir jetzt in der Mühle, eigentlich im Herzstück. Und wir werden jetzt sehen, das ist pures Handwerk.
ausmalen und ich habe wirklich gestaunt. Ja, das ist nicht einfach oben rein und raus, sondern das ist Handwerk vom Feinsten, was in dieser Mühle innen abgeht. Hier werden dann die verschiedenen Fraktionen getrennt. Und am Schluss sind wir dann hier im Qualitätssicherungslabor, wo das Mehl aufgeteilt wird in die verschiedenen Ausmalstufen zum Kontrollieren. Wenn wir Mineralstoffgehalte machen mit dem Messstoffen, das ist 900 Grad, wenn der geheizt ist. Wir müssen es nachher verbrennen, das Mehl, und schauen, wie viel es übrig bleibt. Das ist nicht der Mineralstoffgehalt. Ja. Und hier nachher, wenn alles fertig ist, das Abfüllen in 1 Kilo Säck oder 5 Kilo Säck, je nachdem, wie die das die Kunden oder die wünschen. Ja, und am Schluss landet das Mehl bei uns im Hofladen. In 1 Kilo oder 5 Kilo Portionen. Auf Bestellung, das ist vielleicht noch wichtig, auf Bestellung können wir selbstverständlich auch grössere Mengen organisieren, also 25 Kilo Säck wäre möglich. Und aus dem Mehl entstehen herrlich feine Sachen. Und ja, es ist eben nicht Industrieware, sondern es ist Handwerk.